Von Neues zu einer weiteren Folge von Let's Play Pokerogue. Im letzten Part haben wir uns wieder weiter vorangekämpft. Zwar wieder teilweise knapp. Wir haben unser Team ein bisschen abgeändert. Ihr seht schon, Tantrak ist jetzt dabei. Ja, und ich würde sagen, wir schauen mal, was wir jetzt machen können. Auf wen willst du wechseln? Der wird... Wasser ist nicht sehr effektiv. Eis, wir haben eigentlich... Also Drache könnte man natürlich machen. Ich weiß nicht. Er hat Boden Pflanze gegen uns. Ist vielleicht okay. Was Gutes haben wir nicht. Bin für das Nobilikat. Unlicht ist da ganz gut. Ist halt auch vom Level immer noch mit Abstand das Beste. Das kriegen wir hin. Man könnte jetzt theoretisch rauswechseln. Ränkeschmied? Ja, ist okay. Man hätte natürlich auch rauswechseln können. Angriff! Nochmal! So. Macht dein Fehlkleid überhaupt genau? Schauen wir mal nach. Piaro, Ruckzuckhieb. Kannst auch Tektas überrumpler machen. Ja, dann machen wir Tektas, dann macht er auch wieder was. Ah, das hat sich gelohnt. Das hat geschmeckt. Er wird den Schaden durch physische Attacken. Tektas hat doch noch aufgehört. Ach so, oh, das ist gut. X-Tempo? Verbrennen ist natürlich krass. Aber wir haben ja schon die Fähigkeit, ja, Tempo. Ja, super. Warte mal. Bleib mal drin. Erstmal überrumplern, ne? Ja. Aqua-Durchstoß. Jawohl. Nochmal. Ich glaube, Tektas kann noch was. Ja, jetzt hat er auch aufgeholt. Das kommt ran. Jetzt ist er sogar nicht mehr der Letzte. Nee. Aber einer ist tot. Nee, es ist gar nicht. Der Überleber. Sag mal, ist das jetzt die Ebene? Na gut, das müssen wir aber wechseln. Der tötet, ne? Glaube ich, mit einem, also wechseln wir. Wir können höchstens einmal über Rumpler machen und dann kriegt aber der andere halt Schaden, den wir einwechseln. Hä, über Rumpler war ja schon gut. Aus. Nee, aber danach müssen wir ja wechseln und dann greift er halt an schon, deswegen. Hm. Was? Wenn wir jetzt über Rumpler machen und danach auswechseln, greift er ja an. Du kannst nicht auswechseln, wenn du angegriffen hast. Danach auswechseln. Ja, aber da tötet dich doch direkt mit seinem Angriff. Nein, über Rumpler schreckt doch auch zurück, oder? Nein! Okay. Du bist einfach nur schneller. Ja, das war auch ein bisschen wie Mogelhieb noch. Tut es nicht. Zu wem? Ja, zeig mir erstmal das Menü. Pampros oder Olitena, würde ich sagen. Was hatten wir denn eben gemacht? Nobilikat, aber... Er hat jetzt nicht mehr so viele Leben mehr. Olitena... Komm, wir versuchen es mal. Vollschaden, oder? Bitte. Warte mal. Ja, erstmal das probieren, dann gucken wir mal, wie viel Schaden er macht. Kriegen wir jetzt eine leichte Heilung? Ja, nochmal. Der kann es nicht töten. Ach so, erst recht nicht. Oh, das ist natürlich wieder nervig. Warte. Du musst wechseln, das stimmt. Was hat der ihm eingesetzt? Drachenklaue. Gegen was ist Drache nicht gut? Ich würde am ehesten sagen Fiaro und Ruckzucki. Ja. Oder einen richtigen Angriff. Ja, mal einen richtigen Angriff. Doppelflügel? Ja. Na, super. Dann lieber Rumpler. Was ist denn das? Das nervt mich. Hier ist die ganze Zeit Ödland und es kommt immer nur dreimal das Gleiche. Wir müssen Beleber nehmen. Ja. Ja, und jetzt sind wir Karklas. Es ist auch alles gefühlt dasselbe hier. Stalobor ist heftig.
Tantrak hat eine Schwäche. Tantrak darf auf keinen Fall drin bleiben. Und Tektas könnte... Nee, Überrumpler bringt ja nichts. Höchstens gegen das Diktrie. Nee, wechsel mal. Wechsel beide aus. Zu Pambros. Und zu... Was die Frage ist, Olithena schneller? Wahrscheinlich nicht. Nee, wahrscheinlich nicht. Gott im Himmel! Yaru. Also Erdbeben. Auf jeden Fall Erdbeben. Und dann Nitroladung auf Stahlebox und so. Kann sehr schneller. Oh, er hat Stahlebox getötet. Diktrie ist doof. Ja, gerne. Ja, wir hätten jetzt zwar auch getötet mit Erdbeben, aber passt schon. Du konntest auf jeden Fall noch nichts mehr machen. Ah, das war krass. Ruhe. Oh ja. Stahlflügel? Ah, Stahlflügel hat uns eben schon geholfen. Ja, aber Prio-Attacke ist halt immer gut. Und falls halt einer weg ist. Ja, mal Stahlflügel weg ist okay. Hat doch nur 90. Wir können einen nur zu Wasser machen für 10 Runden, aber das. Nee, das will ich nicht. Geld ist zu krass, das brauchen wir. Vor allem so viel halt gleich. Drin bleiben. Erdbeben, gehe ich von aus. Ja. Das war doch die. Alter. Coward. Wie langsam ist Rihornio? Das ist die Frage. Tech, das ist doch relativ schnell, oder? War das? Ne, das war auch der langsame. Der war noch schneller. Das Nobilikat war noch schneller. Jetzt haben wir keine Stahlattacke mehr. Hm. Ne, Tech, das hat auch noch eine Stahlattacke. Und Fiaro würde ich jetzt sowieso nicht einwechseln, glaube ich. Das ist blöd. Tantra könnte, wenn er mit Wasser angreift. Hydropumpe. War das? Ne, das war auch Tektas. Oder? Nee. Hydropumpe, Tantrak. Weil der kann uns halt auch töten. Also ich meine, der versuch's mal. Aber es halt vierfach theoretisch. Was? Dann müssen wir nochmal treffen. Alter, hoch ist deutlich mehr Schaden erwartet. Ja. Oh, nee, das will man nicht. Das ist erstens physisch und zweitens. Oder? Das könnte auf jeden Fall ein bisschen was kaufen. Und danach noch mehr. Oh. Ein Beleber. Und dann noch ein paar Tricks. Hyper? Die können wir halt mal einen machen. Hypertrank ein und einen Supertrank. Und wenn man einen Supertrank kauft, dann könnte man davon 3. Ja, es sind halt alle ein bisschen angeschlagen. Aber Hypertrank lohnt sich halt auch für Tantrak und Olithena vor allem. Und vor allem Olithena macht ja auf der Ebene, die sich aber auch jetzt sofort wieder wechseln kann, auch Sinn. Sie hat gerade geschrieben, hab schlechte Nachricht. Ich hab vergessen, dass heute Tenocon ist, was auch immer das ist. Und die wollte ich mit einer Freundin schauen. Ach, schade. Und wenn die vorbei ist, könnt. Okay. Wann ist die vorbei? Ja. Ist die denn. Mhm. Was soll ich machen? Ja, ich bin für 3 Tränke besser aufteilen. Auf. Die erstmal rot sind. Bitte was? Die rot sind erstmal. Und jetzt noch Tektas. Und jetzt das Geld. Nicht drin bleiben. Pampros und Nitena, Tektas. Überlege. Weiß nicht, ob der Großes gegen Olithena hat, sonst könnt ihr sich vielleicht heilen. Ja, doch, Olithena. Ich hoffe, der tötet uns nicht mit einmal. Megasauger? Ja, dann wahrscheinlich. Ja. Oh, okay, gerne. Jan, was denkst du denn? Das ist eine Bodenattacke. Oh, das hat geschmeckt. Festmal für Olithena. Ich weiß nicht, wahrscheinlich jetzt. Wir können auch weiter heilen gerade.
Supertrank ja, wieder? Ja, Supertranks. Auf wen? Ja, alle anderen. Alle außer Ulitena. Noch ein? Oder Angriff erhöhen? Angriff. Frage. Ich weiß es nicht. Bin zu klein aus. Nämlich Fiaro. Viel zu viele. Jetzt haben 22 bis 23 Uhr. Sag dann. Ja, das war spontan entscheiden. Mal Bescheid. Dann sehen wir weiter. Ja, natürlich drin bleiben. Vierfach, hä? Das tötet das diesmal, weil wir saugen Step oder haben. Töten? Nee, du bist schneller. Nein, du bist nicht schneller. Dann saugen wir doppelt. Was? Oh, wir sind schneller. Hä? Wir beschweren uns nicht, ist doch alles kurz. Geschrieben, ansonsten morgen. Boah, da müssen wir auch mal gucken. Je nachdem, wie spät. Muss ich da auch arbeiten? Nein, morgen nicht. Nee, Sonntags nicht, stimmt. Ja, das brauchen wir nicht. Durchbruch wäre auch eine coole Attacke, nennt man mal Kampf dabei. Was nicht so eine Attacke ist, die anderen auch schlecht. Wir haben doch schon Kampf. Ja, der hat nur eine Attacke, die halt auch schlecht ist. Ja, du kannst ja mal gucken, wer das lernen kann. Tektos. Ja. Die Frage ist, was würde man wegmachen? Ja, geh erstmal drauf. Wahrscheinlich eine der Käferattacken. Mach eine Nadelrakete weg. Oder Siedewasser. Das haben wir eh nicht benutzt. Ja, okay. Da drin bleiben. Ja, sorry, aber das geht bei Tektas gar. Nein! Na, no, das wollte ich nicht. Was machst du denn? Ich wollte was anderes machen. Ja, du kannst auch drin bleiben. Ja, ich weiß. Ich wollte ja auch nie wechseln. Doch nicht. Ich wollte nur Attacken ändern. Ach man, mein Zwang hat hier alles kaputt gemacht. Ach, da kann doch nicht viel. Immerhin wollte ich es bei Tektas machen, jetzt nicht bei irgendwem, wo schlecht gewesen wäre. Ach man. Ja, Bonbon. Pampros? Ja. Das sind aber 100. Alter. Land am Meer. Was? Achso, weil hier so ein Sandsturm ist. Okay, war dann. Ach du Brenner. Das andere. Rumpler meinst du? Nee, das bringt doch nichts. Rumpler musst du in der ersten Runde machen, wo du kommst. Dann? Nach Durchbruch. Schön in den Sand gehauen. Oh ja. Der kleine grüne Kaktus da, der so steht. Ja, muss erstmal reichen. Tarnstein ist natürlich ein krasses Ding. Das Tim hat immer mit Tarnstein nice. Gespielt, habe ich gesehen. Willst du es auch? Und ich das nicht eher bei Trainern? Bleibt das liegen bei den wilden Pokémon? Das ist vor allem bei Trainern, aber das kommt auf gewissen Stufen, kommen Trainer. Geh mal kurz zurück. Guck mal, ob das wir lernen können. Pampros. Ja. Kraftkoloss dann weg, oder? Bin für Rambos weg. Magst du Attacken nicht, die nach Gewicht gehen? Das kannst du nicht fangen. Diese Pokémon kann man erst ab dann fangen, wenn man alle Pokémon im Pokédex hat. Okay. Warte mal. Was ist denn Geistfee? Was hat das für eine Schwäche? Oder bin ich auch raus? Geistfee ist Mimik nur auch Geist und Stahl. Da hat noch jemand eine Stahlattacke. Haben wir jetzt alle Stahlattacken weggemacht? Ich glaube jetzt ja. Tja? Das wäre wieder. Ja, bei wem sollten wir das noch was haben? Also du solltest auf jeden Fall rauswechseln.
neutral sind. Flug, Gift, Boden, Gestein, Feuer, Wasser, Pflanze, Elektro, Psycho, Eis und Durchziehen. Pflanze? Keine Ahnung. Ja, machen wir mal. Gut, verzeihen wir uns auch. Energieball erstmal. Du solltest mega sauber machen. Weiter. Ja. Kann bleiben. Kannst nichts machen. Energieball. Warte. Wenn ich neben schon Energieball machen soll, egal, das nicht. Das ist schon. Geh auf Yaro. Je früher es vielleicht verbrannt ist, desto besser. Nein. Du bist langsamer. Ort. Dann Angriff. Doppelflügel. Aha, warum zieht er so viel ab? Nochmal Doppelflügel. Ja. Oh. Ach, das hätte man wissen müssen. Ja, hätte man teilen können. Nein, egal, weiter. Vielleicht sind wir jetzt auch tot. Ja. Er ist auch nicht mehr verbrannt. Ach komm. Hä? Er ist verbrannt, wegen unserer Fähigkeit. Eben war aber auch verbrannt und hat es aufgehört und jetzt ist es wieder. Ja, vielleicht hört es gleich wieder auf. Hat der Schwebe oder was hat er für eine Fähigkeit? Flatter, ha? Die haben doch alle diese komische Fähigkeit da. Paleontesithese, oder wie das Ding heißt. Ein Erdbeben? Die waren Boden da drauf. War das nochmal? Boden ist neutral. Mal Pampros Erdbeben. Ja, versuch mal ein Erdbebchen. Aber die Frage ist, nach der. Oh, ist okay. Egal, du musst weitermachen. Da ist eh nicht aber es ist mal vergiftet. Und wir haben Zähigkeit. Vergiftet, verbrannt, meine ich. Ah, sehr schön. Wir haben zwei Fähigkeiten, die einfach die Verteidigung verstecken. Oh, Alter, na, Pokéball. Die ersten 100, Jan. Ich hab nie gedacht, dass wir so weit kommen im Endlos-Modus. Lisa, es gibt. Weil am Anfang nicht. Oh, Stratosphäre, hier waren wir noch nie. Wir hat nur zwei Schwächen: Gift. Ja, dann Gift. Und Stahl. Aber Tantra hat halt. Die trifft neutral. Nochmal. Nochmal. Raus. Raus, wir müssen raus. Ich will Tantra nicht sterben müssen. Er wird Fee machen. Also auf was ist Fee denn nicht gut? Trifft das Nobilikat? Oder ist das so effektiv? Ich blick da nie durch so. Ich glaube, gegen Unlicht war es effektiv. Deswegen hat ja, wie hieß das Ding? Pandagro ist ja Kampf Unlicht. Heißt sinnvollerweise. Hast und überrumpeln. Bitte. Mit der Verteidigung? Ja. Okay, fast gut überrumpeln, dann ist es tot. Verwechselt ja immer Psycho und Käfer-Resistenz. Nicht Resistenz, aber. Wie, was ist das für Musik? Ich hätte sonst nur Billy Cut genommen. Ja, aber. Erinnerungspilz. So, wir wollen mal Feuerattacke gucken. Ja, auf jeden Fall, das ist die Priorität Nummer 1 bei Fiaro. Oh, Flammenblitz, nee. Der hatte ja nichts, oh nee. Wir können erstmal weiter gucken. Ja, gut, Spampus hätte man nicht groß verbessern können. Tantrak hat jetzt auch schon ein Stück. Gibt's Gigasauger? Das wäre noch krass. Nee, gibt's natürlich nicht. Der Willig hat vielleicht noch was. Mogelhieb könnte man nehmen. Oh, Knuddler ist wäre nicht so schlecht. Nehmen wir Knuddler.
Hätte ich jetzt gesagt, also viel haben wir noch nicht im Gewissen. Im Gewissen. Ich schreibe auch kein Mensch. Wir sind eh schlimm, ich würde eher Ränkeschmied wegmachen. So, ja gut. Weil Spezialangriff bringt uns halt so gar nichts. Oh, das ist cool. Könnte man theoretisch mitnehmen. Ja, das wäre echt cool. Aber für wen? Für Pampas? Ja, oder Snobilikat. Fehlstahl. Du könntest jetzt erstmal. Ich hätte jetzt erstmal Fiaro gesagt, aber warte. Granf. Das war auch gut. Ich habe gehört, da gibt es eigentlich krasse Sachen für. Ja, ich liebe Granfogita. War ja am Anfang eher so, ich weiß nicht, ob ich es will, aber ich habe es geliebt. Ah, das wäre natürlich interessant, weil es hat Langfinger als versteckte Fähigkeit. So, Schwächen sind Boden und Feuer. Guck mal in dein Team. Wir wollen es halt auch nicht töten, wir wollen es erfangen. Ja, der Fiaro hat schwächere Attacken. Also Fiaro? Hätte ich jetzt gesagt. Sollte auch nicht Großes gegen Fiaro haben, hoffentlich. Nitro-Ladung? Ja. Okay. Ja, da kann man noch gut draufhauen. Jetzt schon werfen oder noch was anderes einsetzen? Oh, ja, nein, ja. Wir werfen. Wir haben halt nur noch super Bälle. Schaff mal. Wenn es nicht an der Verbrennung stirbt. Komm schon, mach keinen Scheiß, wir wollen dich haben. Danke. Riesenhammer, Metallklaue, Abschlag, keine Fehlattacke. Ja, das hat ja, glaube ich, eher für Snobilikat, weil den nutzen wir deutlich weniger. Und Pampos hat Zähigkeit, was halt auch richtig gut ist. Snobilikat hat zwar auch gute Fähigkeit, aber ja. Und du kannst jetzt direkt mal gucken, was es für eine Fähigkeit hat. Das würde mich jetzt interessieren. Kann nämlich eine richtig krasse haben. Geld. Ganz wichtig. Oh, Welt. Oh Gott, du Vieh. Na drin. Wächst auf jeden Fall. Aber wir gucken erstmal, wie gesagt, guck mal nach Granfogita, was das so hat. Fähigkeit. Tempo machen. Weiß? Die habe ich hier gar nicht. Ach, gleich. Nee, heißt das gleich? Der verhindert Verwirrung. Die hieß früher anders. Heißt okay. Es ist ein Käfervieh. Hat Käfer. Was hat Käfer für eine Schwäche? Hat Käfer jetzt. Gestein, nicht Boden. Zwar Gestein. Feuer. Ja, dann bleib drin und tötet es mit. Doppelflügel? Ja. Tschüss. Was kann Next Strike? Was ist ein Teufel? Warum? Müsste reichen. Nein, das reicht nicht. Doch, reicht. Käfer ist neutral. Ich nehme immer wieder dazu. Ich glaube, Resistenzen werde ich mir nie merken können. Die meisten. Das kann man auf jeden Fall hier mal gucken. Normalen Beleber können wir uns auf jeden Fall leisten. Und jetzt müssen wir gucken. Stahl-Terra-Typ. Ich bin nicht fürs Terra-Kristallisieren irgendwie. Hypertrank hätte ich jetzt gesagt noch. So. Tandrak. Ja. Sonderbonbon dann? Ja. Vogel. Clean. Oh mein Gott. Danke. Also Doppelflügel. Oh, Matt. Fiaro? Ja. Fliegen? Sinnvoller, glaube ich. Penner. Aber wir haben ja auch gelernt, Omot ist auch krass. Omot ist nicht schlecht. Nicht von schlechten Eltern. Hypertrank. Ja. Fiaro oder Granfogita? Brennt halt. Granfogita ist mit dem Brennen jetzt eh. Fee. Ja, toll! Jetzt hätten wir Granfogita gut nutzen können. Sonst ist es einfach Gift.
immer genauso gut. Tektas. Tektas? Nicht Gift? Du bist halt auch ein Drache. Kannst es versuchen. Ich weiß nicht, wie sehr uns das wehtut. Ah. Der ist ja dumm. Wie kann man denn so dumm sein? Ich hätte da keine Fehlattacke. Oh mein Gott, aber Hauptsache eine Heilattacke. Oh mein Gott! Okay. Nein, mach weiter. Die Pumpe will ich nicht. Das stirbt doch jetzt eh. Na, zum Glück ist es vergiftet gewesen. Kannst wenigstens nicht noch mehr nerven. Ich stürze das mit Endynalos und mit dieser komischen Ultrabestie aus seinem Mond. Ob man dazu kam, die Gift zu wachsen. Was macht die Beere? Ja, das mach mal. Müsst du gucken, wer wird am ehesten von einer sehr effektiven Attacke getroffen? Wer hat die meisten Schwächen? Fiaro? Pampros hat nur einen Typ? X-Bad ist cool, aber wir haben Gift und wir haben Flug. Psycho haben wir nicht, wir haben kein Eis, wir haben kein Gestein. Der Boden ist Quatsch. Ich hätte jetzt nur neutral angegriffen. Drache neutral? Stimmt. Ja. Hör doch auf, ist immer noch komisch, dass Blutsauger mittlerweile gut ist. Ja, das stimmt. Das ist einfach so ungewohnt. Aber das ist schon länger so. Alter, ja, das ist leider. Eigentlich ist es ja auch cool. Ja, natürlich, natürlich. Aber man kennt es halt so. Und dann denkt man, man spielt die alten Spiele, oh, Blutsauger, kacke. Ja, ich bleibe dabei. Ja, hier bleiben wir auf jeden Fall nicht dabei. Ulitena? Ja. Oh, das Ding ist, es wäre natürlich Premium, wenn Azu... töten. Warte kurz. Sieht man, wenn man es gefangen hat, was es für eine Fähigkeit hat? Warte mal, weiß ich nicht, ob du auf Bericht gehen kannst. Weil es könnte ja Kraftkoloss haben als Fähigkeit. Könnte es. Weil wir ja den versteckte Fähigkeiten pinnen. Ja, auf jeden Fall erstmal volle Kanne drauf. Dann bist du es nicht für würdig. Komm, die Level. Liga, oh, was den nehmen wir auf jeden Fall mit. Jetzt brauchen wir einen AP-Top. Ah, das ist ein Mittel, das aber Alter, sehr gut. Oh mein Gott, oh nein. Das Kampf. Und Vegeta ist halt immer noch nicht geheilt. Und hat keine Feenattacke. Fiaro. Ruf Fiaro rein für Ulitena und bleib mit Tantra drin. Ganz kurz gesagt, ich hab was Falsches gedrückt. Oh, Garados ist ja auch da. Na egal. Fliegen. Toxin auf Garados erstmal. Sehr gut. Herr, was hat Garados gemacht? Warte ich nicht. Was ist stärker? Matschpult? Matschpuls. Matschbombe oder Drachenpuls? Matschbombe. Ja, macht Drachenpuls davon Hammer und mehr noch, oder? Ja. Auf. Ja. Garados. Verdammt. Es war zu erwarten. Ich habe leider Garados ein bisschen vergessen gerade. Tektas kann auf jeden Fall mit überrumpeln, aber das ist nicht gut. Was hat eine Schwäche? Ja, mach Tektas rein. Ich hoffe, der Vogel kann keinen Flug. Irgendwer von beiden konnte Flug. Ja, aber die haben ja alle eine Schwäche. Geh auf Überrumpler. Auf Garados oder wie? Ist die Frage. Ja, wir töten das Garados.
zurückgeschreckt, dein Ernst? Jetzt müssten wir es andersrum machen, weil Garados eh stirbt. Also beides auf. Garados stirbt so oder so. Schade. Ins Wasser bleibt, wäre Tantrag sinnvoller. Oh, das Loser ist natürlich die. Interessant. Wie Tena? Bleib erstmal drin mit Überrumpler. Und jetzt ist die Frage. Oh, die Tena macht, glaube ich, am meisten Sinn. Ja. Wir kommen das jetzt Problem natürlich ist, die erste Attacke bringt jetzt einfach fast nichts, die wir einsetzen. Ja, deswegen, egal deswegen. Was. Aber trotzdem. Mach erstmal Heilung. Das ist das Interesse. Wird er jetzt nicht direkt klein? Wann wird er denn klein? Egal, weiter. Heilen wieder? Ja. Wir überleben ja nicht, das jetzt eh überleben. Nicht. Nee. Aua! Oh, du Kackvieh, ey. Versuch's mit Tantrag. Vergiften. Sicher nicht angreifen. Ja, dann greif an. Matschbombe? Kann es vergiftet? Ich glaube schon. Ja. Macht's auch sehr gut. Ist jetzt echt scheiße, schon wieder. Natürlich ist es wieder weg, das Gift. Na gut, dass wir nicht Toxin gemacht haben, immerhin. Das Kampfer geht das schnell. Joa. Ja, rein damit. Also wenn, dann direkt. Abschlag. Oder Riesenhammer. Abschlag. Riesenhammer. Oh, super. Stück ist halt eh. Was soll ich einsetzen? Du triffst doch sowieso nicht, Jan. Entweder ist Pampros jetzt richtig krass, was ich nicht glaube. Oder Ebene 110 ist unser Tod. Erdbeben. Ja, das macht ja alles gar keinen Sinn sonst. Ja, RIP. Dedem. So, jetzt können wir mal kurz gucken, was wir noch für Pokémon jetzt bekommen hätten. Also, Klassik ist ja egal. Jetzt ist die Frage, hatten wir das Zapdos schon? Ja. Mach langsam, es geht ja auch um normale Pokémon. Da sehe ich jetzt nichts. Da ist Schmerz, aber das hat man glaube auch schon. Ey, da unten ist Kind von Montan hier. Ansonsten. Oh, oh Palkia. Oder Dialga. Ja. Palkia. Zelfe. Pommalat. Aha. Ansonsten sehe ich ja auch nichts. Deo. Deo und Kobalium. So, wow. Milzer. Ja, mehr sehe ich da auch nicht. Cesario. Beivital schon? Glaube nicht. War der nicht gerade eben erst ab? Ja, ab, aber kann man trotzdem vorher kriegen.
Und das Monagoras. Tortonato. Hauptsache keinen Sinn lang. Seine Fossil-Pokémon. Oder unten ist hier Keilflamme. Tja, und das war's, würde ich sagen. Ist jetzt ein bisschen schade. Ja, aber wir sind über 100 gekommen. Ich bin schon zufrieden. Dass wir da jetzt dann noch sagen mussten, tschüss. Grandfogito konnte nicht sehr viel tun. Aber das war's mit unserem Projekt von Pokerock. Wenn es nicht gerade etwas gibt, was hier irgendwie krass neu ist. Ihr seht, man kann da einiges machen. Klar, man kann hier richtig competitive gehen und bis Stufe 9000, keine Ahnung was. Ist ja auch unendlich. Aber für uns reicht das erstmal. Wolf, hat euch die Folge gefallen? Schaltet mal einen anderen Projekt wieder ein. Also nicht verpassen. Und lasst ein Like da lassen. Bis dahin. Tschüss. Tschüss.